Oh, ein iPhone? 5 Tricks schnell erklärt in diesem Video für dein iPhone. Kleiner Einwurf aus dem Schnitt, funktioniert bis auf der 3. Trick auch alles für Android. Erster Trick. Du möchtest ein YouTube-Video schauen, aber dabei gleichzeitig ein Game spielen oder auf Discord sein? Das kannst du ganz einfach machen. Auch wenn dieses Feature eigentlich kostenpflichtig ist und 15 Euro im Monat kostet, kannst du das ganz einfach gratis kriegen, indem du dir die App Proton VPN herunterlädst. Diese App ist komplett kostenfrei, du machst dir einen Account, wählst eine VPN in die USA aus und kannst jetzt einfach die YouTube-App schließen und hast jetzt so ein praktisches Bild-in-Bild-Fenster, das du hin und her ziehen kannst, größer und kleiner machen kannst, einfach auf deinem Bildschirm und kannst dabei dein Handy weiter benutzen. Zweiter Trick. Ihr könnt jede YouTube-Werbung skippen. Auch wenn manchmal nicht dieses kleine Skippen-Symbol hier unten kommt nach 5 Sekunden, könnt ihr diese Werbung einfach skippen. Ihr müsst sie keine halbe Minute anschauen, wie das eigentlich von YouTube vorgegeben ist. Dazu klickt ihr einfach auf das kleine i hier an der Seite, dann auf diese Werbung blockieren und dann auf schließen. Und schon startet das Video, das ihr eigentlich sehen wolltet und ihr habt eine halbe Minute Lebenszeit gespart. Ich drücke diese zwei Buttons mittlerweile schon so schnell, ich sehe die Werbung gar nicht mehr. Und gerade wenn man kein besonders schnelles Internet hat und die Werbung lange braucht, bis sie überhaupt lädt, ist das wirklich ein Gamechanger. Kleiner Reminder, wenn ihr das Video gerade seht, ihr könnt gerne auf meinen Discord-Server kommen, da beantworte ich alle Fragen und da gibt es Updates und alles, würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal raufschaut. Kennt ihr das Problem? Ihr wollt nachts euer Handy nutzen, aber das Display ist einfach viel zu hell, obwohl es auf der maximalen Dunkelheitsebene steht, das ist ziemlich sicher kein deutscher Satz gewesen, dann könnt ihr einfach in die Einstellungen gehen, unter Weißpunkt reduzieren, dann könnt ihr hier diesen Haken aktivieren, hier unten noch die Prozentzahl einstellen, umso höher diese Prozentzahl, umso dunkler wird das Display und jetzt ist euer Display einfach noch dunkler. Wenn ihr nicht jedes Mal die Einstellung wollt, um das einzustellen, könnt ihr einfach in die Kurzbefehle-App einen neuen Kurzbefehl programmieren, sucht dann hier einfach bei den Aktionen nach Weißpunkt reduzieren, könnt dann einfach diesen Kurzbefehl abspeichern und auf eurem Homescreen platzieren. Ihr könnt dann noch einen zweiten erstellen, um den Weißpunkt wieder auf normal einzustellen und diese beiden Sachen dann auf euren Homescreen legen. Und jetzt könnt ihr einfach mit zwei Buttons euer Display entweder wieder normal hell machen oder einfach mit einem Klick wieder dunkel machen, was ich wirklich sehr praktisch finde. Wäre es nicht cool, ChatGPT einfach als App nutzen zu können? Ja, ich muss euch leider enttäuschen, das geht jetzt nicht so direkt. Es gibt einige Apps, die behaupten, eine offizielle ChatGPT-App zu sein oder so ähnlich, funktionieren aber alle nicht zurecht, haben irgendein Bezahlmodell nach 5 Nachrichten oder so ähnlich. Deswegen solltet ihr einfach einmal auf die ChatGPT-Seite gehen, bis ihr wirklich in dem neuen Chat drin seid. Dann geht ihr hier unten einmal auf das Teilen-Symbol an eurem Handy und fügt diese Seite auf euren Homebildschirm hinzu. Jetzt habt ihr einen Direktlink auf eurem Homebildschirm zu der ChatGPT-Seite, wo ihr schon im Chat drinnen seid. Ich glaube, wenn ihr das so macht, habt ihr sogar eine höhere Priorität bei ChatGPT, also falls die Server gerade überlastet sind. Bonustipp, abonniert diesen Kanal und schaut bei diesen zwei Videos hier vorbei. Es freut mich, falls euch dieses Video hier gefallen hat. Lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und tschüss.